Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. Mein Name ist Jadialex, aka Alex, und ich finde es sehr schön, dass ihr den Weg zu mir wieder einmal erfolgreich gefunden habt. Wie bereits in der letzten Folge gesagt, brauchen wir sehr, sehr viele Industriegebiete. Und darum würde ich mich nämlich gerne heute dann auch kümmern. Und zwar... Hier oben haben wir so ein schönes Gebietchen. Das soll heute alles Industriegebiet werden. Und dazu legen wir erst einmal eine Autobahn hier hin. Und zwar würde ich das sogar gerne so machen, dass ich die hier hinten so drüber lege. So, erstmal nehme ich jetzt hier alle Bäumchen weg. Und zwar soll die von hier hinten aus hierher kommen, so um den Berg rumführen, die Autobahn erst einmal. Und darum werden wir uns dann jetzt kümmern. Noch hier die ganzen Steine weg. Das ganze Gekröse. Die ganzen kleinen Dinger, diese Landschaftsmarker können alle weg. Brauchen wir nämlich nicht. So, dann hätten wir das auch schon geschafft. Und dann geht es jetzt erst einmal daran, hier eine Autobahn nach oben führen zu lassen. Und zwar brauchen wir dafür eine Art T-Kreuzung. Und na klar, ich könnte jetzt die hier nehmen, hier dran setzen und gut ist. Aber ich würde mir lieber selber eine bauen. Das finde ich ein bisschen schöner einfach. Erst einmal würde ich das gerne mit einer normalen Straße auslegen bis nach da vorne. So, und dann 4 Zellen weiter nach hier vorne. Ja, vielleicht nochmal 10 Zellen weiter. Und dann legen wir das Ganze mal schräg hier drauf. Schade, dass das jetzt nicht vernünftig geht. Doch, gut, das geht auch. Dann haben wir das Ganze hier nämlich mit einer Kurve, aber mit einer ordentlichen Kurve, sage ich mal, ausgelegt. Können wir hier gleich schon mal Autobahn draus machen. Selbstverständlich umgedreht. Und eigentlich brauchen wir das gar nicht, fällt mir gerade auf. Denn das hier muss nach oben gehen. Two-Lane Highway, das sieht gut aus. Wie gesagt, das hier muss nach oben gehen. Und dann hier das zweite Mal nach oben. Okay, das geht aber, glaube ich, nicht. Da wir da noch zu weit von weg sind, leider. Autobahnbau ist immer was ganz Schwieriges. Vor allem dann, wenn man es so haben möchte, dass die Autobahn auch recht gut aussieht. Das wäre dann jetzt hier und... hier so. Und dann können wir das Ganze einmal rüberführen. Nach hierher, aber gerne gerade. So. Dann sieht das Ganze nämlich einigermaßen passend aus. Okay, dann auch nochmal was dran. Von hier aus dann auch wieder so nach oben. Und auch wieder rüber, sodass das Ganze gerade ist.
Hervorragend. Und von hier aus können wir dann jetzt die Autobahnauffahrten machen, beziehungsweise Abfahrten. Genau, das ist jetzt auch nochmal wieder ganz interessant, wie man das denn macht. Denn theoretisch bräuchte ich nämlich auch sowas hier, so eine Kreuzung. Jetzt mal das hier eben umlegen. Jetzt muss ich überlegen. Weil das hier ist ja jetzt genau verdreht, sage ich mal. Was bedeutet, dass ich so hier drauf kommen muss. Also lege ich mir 4. Oh, das ist bereits belegt. Dann geht es hier so lang. Und dann versuche ich hier außen drum hoch zu gehen. Das hier sind 16 Meter. Unterteilt in 4 Schritte wären das denn jeweils 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das kann doch gar nicht. Machen wir es mal besser andersrum. Zwölf bei 7. Das kann gar nicht, weil ich muss hier irgendwann wieder auskommen. Ich müsste theoretisch so hier runter. Würde auch gehen. Oder ich versuche die Straße schon hier so hoch zu legen, aber das wird nicht funktionieren, weil das zu wenig Abstand dann wahrscheinlich ist. Ich meine, wir können es versuchen, so ist es nicht, dass wir ungefähr bis hier gehen und dann hier 2 nach oben. Ah, genau, das wird nicht funktionieren. Ja, bis hierher und dann, wo ist die Straße? Irgendwo hier muss die Straße sein, aber wo genau? Mist, der zeigt ihn mir jetzt nicht an. Relativ steil, aber es würde theoretisch sogar noch gehen. Wie gut, dass wir Move-It haben. Damit kann man nämlich noch vieles reißen. Das hier müsste eigentlich noch höher sein. Ich glaube, das geht jetzt einigermaßen. Und dann müssen wir hier natürlich auch wieder noch rumkommen. Ich kann jetzt hier auch ganz runter gehen. So, komplett runter und dann auch wieder drauf auf die Autobahn. Genau. Das sieht echt nicht schön aus, aber es ist zweckmäßig, dass das so drauf es mir ankommt. Und dann noch von hier jeweils die Auffahrten. Das wird so nicht funktionieren. Wie gut, dass wir Move-It haben. Drehe ich das Ganze nämlich einfach.
So sieht das Ganze einigermaßen passend aus. Und dann müssen wir das Ganze noch eben umändern. Ach, wunderbar, das geht jetzt nicht mehr. Ach Mensch. Tut es das denn jetzt? Dann erst eben das hier umändern. Dann haben wir das nämlich auch schon sofort gemacht. Und dann können wir jetzt von hier aus eine Straße ablegen. Vielleicht nicht ganz so steil. Gut, dann haben wir es sofort richtig. Und wieso macht er es jetzt hier nicht? So, dann hätten wir das jetzt schon einmal richtig. Ich muss das jetzt nur noch hier ein bisschen richten alles. So sieht einigermaßen gut aus. So, dann hätten wir das auch schon geschafft. Dann haben wir jetzt hier die Autobahn fertig soweit. Das ist noch ein bisschen zu steil, wie ich finde. Ort ist bereits überlegt, man. Ich hasse es. Autobahn bauen in City Skylines ist echt eine Sache für sich. Wie gut, dass wir Move It haben. Ja, sonst würde ich schon längst die Krise kriegen. Okay, damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Bäumkes noch hier hinsetzen. Und auch ganz verschiedene Bäume. Ein bisschen Variation mit reinbringen. Da muss ich jetzt mit aufpassen, weil ich kann die leider auch auf die Straße setzen, die Bäume. Aus irgendeinem Grund, was ein bisschen blöd ist. Auch gleich geschafft. Ganz, ganz unterschiedliche Bäume hier. Vielleicht auch noch ein Nadelbäumchen dazwischen setzen, ein paar. So, dann haben wir hier eine grüne Auf- und Abfahrt. Das mag ich eigentlich sehr. Sieht ja schon fast aus wie ein Dschungel jetzt hier. Die Autobahnauffahrt auch gemeistert. Fehlen jetzt nur noch so ein paar Lichter überall. Die kann ich auch später noch hinzufügen. Und dann geht es jetzt eigentlich daran, die Autobahn nach hier hinten zu verlängern. Machen wir erst einmal 140 lang. Und dann geht es von hier aus rein in das Industriegebiet. Machen wir das Ganze mal so. Vier in diese Richtung. Ich hätte aber gerne 90 Grad Winkel.
So. Und von hier aus geht es dann weiter rein. Und dann machen wir hier nochmal eine Kurzkurve, dass das Ganze ungefähr mittig auskommt. So 90 Grad. So sieht auch wieder passend aus. Und dann können wir das Ganze sogar bis zum Ende durchführen. Und dann so eine Art Zirkel bauen. Acht auf die acht. Acht auf acht. Acht auf acht. Acht auch wieder auf acht. Ganze hier mal durchziehen. Dann haben wir hier nämlich auch so einen schönen geschwungenen Kreis drin, wo man dann drehen kann. Und dann müssen wir das Ganze jetzt noch mit Autobahn ausstatten. Wieso ist das hier nur? Das muss aber eigentlich so eine sein. So eine dreispurige. Alles mitmachen. So, dann hätten wir die Autobahn bis nach hier hinten auch schon fertig. Jetzt müssen wir die nur noch einmal komplett rumdrehen. Okay, hier passt's. Nicht. Und ab hier passt es auch wieder nicht. So, dann hält mir die Autobahn nach hier hinten auch schon einmal fertig. Und dann könnten wir theoretisch auch schon damit anfangen, hier die Straßen alle reinzubauen. Und hier würde ich tatsächlich mit ohne Autobahnauf- und Abfahrten arbeiten. Einfach mal als kleinen Versuch, wie sich das denn entwickeln wird. Sondern einfach nur hiermit. Das Ganze teilt sich dann hier in so einen kleinen Kreis auf. Dann geht eine Spur weiter nach oben durch. Aber besser eine kleine, das reicht eigentlich. Eine kleine Spur geht hier nach oben durch. Die andere kommt dann hierher. Das sind 6. 6 auf 6. Genauso wie hier dann. Dass wir, sage ich mal, dann immer so drei Arme haben. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Das hier unten können wir dann wieder umbauen zu einer dreispurigen. Und wenn man es jetzt noch ganz genau haben möchte, könnte man theoretisch sogar mit Autobahnen arbeiten. Und die hier so reinlegen, aber das geht nicht. Dazu ist leider zu wenig Platz hier drin. Und könnte man theoretisch auch, aber wir wollen das Ganze erst einmal so versuchen. So, mal das Ganze mal auch komplett ausfüllen. Den Kreis natürlich nicht. Aber hier können wir eigentlich alles ausfüllen.
Genau, füllen wir das mal erstmal so aus. Das müsste eigentlich reichen. Wasser müssen wir hier noch hinlegen. Das mache ich jetzt gleich zwischen den Folgen. Ich baue das auf der anderen Seite nochmal drei hier hin und dann auch zwei hier hin, drei hier hin. Die Services baue ich auch noch mit hier rein. Also Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst. So das Gängige eigentlich. Und dann sehen wir uns gleich auch schon wieder. Was heißt gleich? Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines. Mein Name ist Jadilex, aka Alex, und ich finde es sehr schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass ihr auch dann nächste Woche Freitag wieder dabei seid. Bis dahin, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Abonnement da, sofern euch der Kanal bzw. dieses Video gefallen haben sollten. Empfehlt gerne euren Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten diesen Kanal, sofern sie denn Interesse an Cities Skylines, Landwirtschaftssimulator oder die Sims 3 haben sollten. Genau. Und dann sehen wir uns bald auch schon wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.